Zeugin Maria Swiderska-Sviratowa, Polen, Lehrerin, 59 Jahre alt, 49. Verhandlungstag, 25.05.1964. Tag, an dem das Lager geräumt worden ist. Tag. Ja. Sie sind dann auf dem Marsch geflohen. Tag. Und zwar am 21.01.1945. Das bedeutete für Sie praktisch dann die Befreiung. Tag. Ja. Sie waren während der ganzen Zeit in Birkenau untergebracht. Tag. Und zwar im Block 7. Na początku w bloku siódmym. Ja, am Anfang auf dem Block 7. Und dann? A potem? Potem Block 11. Dann auf dem Block 11. Ja. 12. 12. Krótko 16. Eine kurze Zeit auf dem Block 16. Potem na nowo wybudowanym drewnianym bloku 31. Dann in, auf einem kurz davor aufgebauten hölzernen Block 31. A potem na odcinku B. Dann auf dem Abschnitt B. To było już w jesieni 43. roku. Das war bereits Herbst 1943. Block 4. B. Auf dem Block 4b. A później w jesieni, gdzieś w listopadzie, w 44. roku. Und dann später, etwa im November 44. Dwa stare odcinki z kobiecego obozu zostały zupełnie opróżnione. Wurden zwei alte Abschnitte aus dem Frauenlager vollständig geräumt. I więźniarki zostały przeniesione na inne odcinki. Und die Häftlingsfrauen kamen dann auf andere Abschnitte. Ja znalazłam się na dawnym cygańskim obozie. Und ich fand mich in früherem Zigeunerlager wieder. I tam byłam aż do ewakuacji obozu. Dort war ich bis zur Evakuierung des Lagers. Und wo haben Sie gearbeitet? Początkowo około miesiąca na tak zwanym Außenarbeit. Zuerst etwa ein Monat lang bei der sogenannten Außenarbeit. Przy budowie drogi do krematorium. Bei dem Bau der Straße zum Krematorium. Następnie była taka, kopałyśmy rowy. Dann bei Aushebung der Gräber. A następnego dnia zasypywałyśmy te rowy. Am nächsten Tag haben wir wieder diese Gräben wieder zugeschüttet. Bywały dni, że przenosiłyśmy na łopatach śnieg z jednej strony drogi na drugą i z powrotem. Es gab auch Tage, dass wir von einer Seite der Straße auf die andere Seite auf den Schaufeln Schnee getragen haben und dann wieder zurück auf diese selbe Seite. Także w głównym obozie, w Stammlagerze, sadziłyśmy w styczniu drzewka owocowe. Wir haben auch im Stammlager im Januar die Obstbäume angepflanzt. To było w jakimś ogrodzie, przy domu, prawdopodobnie mieszkał tam któryś ze zesmanów. Das war in einem Garten bei einem Haus, in dem wahrscheinlich ein SS-Mann wohnte. No, da musiałyśmy kopać w zmarzniętej ziemi około metra głębokie doły i o średnicy jednego metra. Wir mussten in eingefrorene Erde etwa ein Meter tief ein Loch buddeln, ungefähr im Durchschnitt ein Meter breit. Ja, nun, wie lange haben Sie diese Außenarbeiten verrichtet, ungefähr? Ungefähr einen Monat. Ein Monat, und wo kamen Sie dann hin? Potem zostałam wybrana, właśnie przyszła z Arbeitseinsatzu więźniarka Niemka w czasie apelu przed kolumnę naszego bloku. Zapytała, kto zna niemiecki pracę kancelaryjną.
I powinien wystąpić, no i zapisała w ten sposób 20 więźniarek. Eines Tages nach dem Appell kam aus dem Arbeitseinsatz eine Häftlingsfrau, eine Deutsche, und fragte, wer von uns Deutsch kann und sich in Büroarbeiten versteht. Auf diese Weise hat sie 20 Häftlingsfrauen dann eingeschrieben. Dlatego, że były, przychodziły bardzo duże transporty polskich Żydów z Białostockiego. Zu dieser Zeit kamen sehr viele Transporte von polnischen Juden aus der Gegend von Białystok, Suwałki i Wilno. Und Wilno. I Kommandoaufnahme było za małe. Das Aufnahmekommando war zu klein. No więc wzięto tak zwaną Aushilfe. Darum hat man eine Aushilfe, sogenannte Aushilfe, dazu genommen. I kazała nam się zgłosić po apelu do sauny. Die hat uns befohlen, nach dem Appell uns in der Sauna zu melden. Tam dano nam do wypełnienia, takiego próbnego wypełnienia, sogenannte Personalbogen. Dort hatten wir probeweise, als eine Art Prüfung, einen Personalbogen ausfüllen müssen. I zostałyśmy zatrzymane do pracy z tym, że na czas tych wielkich transportów miałyśmy wszystkie pracować, po czym miało pozostać tylko 5 w komandzie. Und dann wurden wir zu dieser Arbeit zugeteilt und es hieß, wir sollen alle während der großen Transporte dort beschäftigt sein und wenn die abgeklungen sind, dann bleiben 5, die arbeiten dürfen. No, ja byłam wśród tych 5, które pozostały. Ich war unter diesen 5, die geblieben sind. I w tym komandzie pracowałam do końca. In diesem Kommando habe ich bis zum Schluss gearbeitet. Ja. Und wo war Ihre Arbeitsstelle? Początkowo w budynku, w którym w tak zwanej saunie. Zuerst im Gebäude der sogenannten Sauna. To była taka duża hala. Sauna była niezbyt niedługo przed tym zbudowana. Das war eine große Halle, kurz vorher gebaut. Nie było jeszcze szyb w oknach. Es gab noch kein Glasscheiben an Fenstern. Początkowo. Zuerst. I miał tam stały, prawda, 2 szafy. Dort na akta. Standen 2 Schränke mit den Akten. I stoły, tak długie stoły ustawione w podkowę. Und lange Tische, die in Hufeisen standen. Ja, wer die Zeugen so liebenswürdig und wird mal an die Karte treten und uns zeigen. Może pani będzie łaskała przyjść do karty i pokazać. A, wo sie untergebracht war, das war also Block 7, 11, 12, 16 und dann, wo sie gearbeitet hat. Gdzie pani mieszkała i potem, gdzie pani pracowała? Würden Sie ihr sagen, da unten ist der Eingang, da ist dann die Eisenbahn hereingekommen, nicht? Da waren die Rampen und die Gleise. Links ist das A-Lager, B1, ja, B1, das ist das Frauenlager gewesen. Und rechts B2, das war das Männerlager. Bitte? Das war der erste Wohnblock. War Block 7? Ja. Dann sind Sie wohin gekommen? Nach Block 11? 11? Und 12 vorübergehend? 12. Und dann auf 16? Dann glaube ich hier. Dann glauben Sie dahin. Und wo war die Arbeitsstelle? Und wo war die Arbeitsstelle? Da. Da. Und können Sie von dieser Baracke uns sagen, wo Sie genau gesessen haben in der Baracke, nämlich auf der rechten oder der linken Seite? Pani siedziała dokładnie w baraku, po prawej czy po lewej stronie? Przy pracy.
Da etwa? Moment. Da etwa. Da etwa. Da, von dieser Seite. Und hatten Sie da die Möglichkeit, aus dem Fenster bis auf die Rampe zu sehen? Von dort nicht. Nicht, sondern von wo aus konnten Sie die Rampe beobachten? Später haben wir dann ein kleines Zimmer von dieser Seite zugewiesen bekommen. Das war ungefähr im März. Und hier unten, da waren WC. Was war da? WC. Was? Toilette. Die Toilette. Ja, die Toilette so. WC, noch habe ich gesagt. Und wir gingen durch das ganze Gebäude in die Toilette. Hier war die Tür und ein Fenster. Entweder standen wir dann an der Tür oder durch das Fenster konnten wir dann beobachten, von hier aus. So, also nicht von Ihrem Arbeitsplatz aus, sondern nur von dem Fenster der Toilette aus. Nein, nicht vom Arbeitsplatz. Gut. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Nun wollen Sie uns bitte mal weiter erzählen. Sie sind also nach etwa 4 Wochen oder einem Monat als Aushilfe zur Aufnahmeabteilung gekommen. Tak. Ja. Und was konnten Sie dort nun im Einzelnen sehen? Ich will Sie so fragen, kennen Sie von diesen Angeklagten, die heute hier vor uns sitzen, irgendwelche Personen wieder? Stehen Sie bitte mal auf und gehen Sie mal herum und sehen Sie sich mal an, ob Sie die einzelnen... Ob ich sie jetzt erkenne, weiß ich nicht. Nun ja, Sie soll mal sehen, vielleicht, wenn es nicht tut, dann ist ja nicht schlimm. Das ist schon lange her. Ja, das sehe ich ohne weiteres ein. Wieder aufstehen, ja, bitteschön. Ja. Dann würde ich dann darum bitten, dass die Angeklagten dann vielleicht auch noch vortreten, dass sie nicht immer den gleichen Platz haben. Dann wird es eher... Nun, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeugin einen Sitzungsplan hier, einen Plan von der Sitzung mitgebracht hat. Herr Vorsitzender, wir können uns vielleicht machen wir die Vorstellung uns zu Unrecht nicht. Jedenfalls halte ich es, ist meine Anregung an das Gericht... Ja, also das lässt sich technisch nicht machen. Warum? Das sind zum Teil die Leute in Haft und andere sind wieder nicht in Haft. Das möchte ich nicht haben. Das wird auch die Polizei unter Umständen vielleicht nicht gern sehen. Ja, nun ja, also ich lege auch im Allgemeinen sogar keinen großen Wert drauf, wenn Sie sie nicht erkennen. Ist ja. Also dann nehmen Sie wieder Platz und nehmen Sie auch Platz, dann lassen wir das eben. Dann geht es auch so. Nehmen Sie Platz. Also Frau Swiderska, Sie haben damals verschiedene von diesen Leuten hier angeblich gesehen und ich möchte Sie bitten, uns zu sagen, was Sie über die einzelnen Menschen wissen. Wir wollen anfangen mit dem Angeklagten Boger. Haben Sie ihn im Lager kennengelernt, haben Sie ihn gesehen und was haben Sie von ihm zu berichten? Also Bogiera widywałam u nas na kobiecym lagrze, gdy przychodził do naszego komanda. Bo den Boger sah ich in unserem Frauenlager, wenn er auf unser wenn er in unser Kommando kam. Wiedziałam, że jest politische Abteilung. Ich wusste, ich wusste, dass er in der politischen Abteilung in dem Männerlager war. Dass er in der politischen Abteilung im Männerlager war, das wussten Sie und Sie haben ihn gesehen, wenn er in die Aufnahmeabteilung kam.
Was tat er denn dort in der Aufnahmeabteilung? No to, gdy przyszedł tam trochę tak jakby skontrolować naszą pracę, rozmawiał z naszymi szefami. Ein wenig um unsere Arbeit zu kontrollieren, er sprach mit unseren Chefs. Ja. Und nachdem Sie ihn nun also kennengelernt und gesehen hatten, haben Sie ihn auch sonst bei seiner Tätigkeit gesehen? No to w późniejszym okresie. Das war zu späteren, zu einem späteren Zeitpunkt. Wann ungefähr? Gdy już była rampa doprowadzona na Birkenau. Als bereits die Rampe nach Birkenau gebaut wurde. Und wann war wurde. Das ungefähr? Das war schon, glaube ich, Juni, w czerwcu przypuszczam, gdzieś latem, wczesnym latem w 43. roku. Juni etwa, also im Frühsommer 43. So genau kann ich das nicht sagen. Nun ja, das ist auch nicht nötig. Aber Sie können sich noch erinnern, dass es ungefähr im Frühsommer 43 war. 43 war das schon. Ja. Es war schon warm. Es war schon warm. Und wer war denn der Leiter der Aufnahmeabteilung für die weibliche Aufnahme? Als ich dort, gdy tam przyszłam, liebe Polnisch, denn dann kann ich die Worte vergessen. Gdy zaczęłam tam pracować, był Unterscharführer Klaus. Als ich dort angefangen habe zu arbeiten, da war das der Unterscharführer Klaus. Imienia nie znałam. Den Vornamen kannte ich nicht. Ja. I Rotenführer Wladimir Bilan, który później awansował na Unterscharführer. Und der Rotenführer Wladimir Bilan, der später zu Unterscharführer avancierte. Ja. Po około dwóch tygodni, może minęło, może trzy, Klaus odszedł od nas. Nach zwei, vielleicht drei Wochen ging Klaus von uns weg. I przyszedł młody taki Unterscharführer Hoffmann. Und kam so ein junger Unterscharführer Hoffmann. Imienia nie znam. Sein Vornamen kenne ich nicht. I jako Chef nad nimi, Hustek. Und als Vorgesetzter Josef von Hustek. Ihnen, das war Josef Hustek, który później zmienił nazwisko na Erber. Der später den Namen geändert hat in Erber. Ja. Nun sagen Sie bitte, konnten Sie von Ihrem Fenster aus, oder wie Sie uns eben beschrieben haben, vom Fenster des WC aus, konnten Sie dort ankommende Transporte beobachten? Tak. Ja. Und wie weit war die Entfernung ungefähr von Ihrem Fenster bis zu der Bahnrampe? To mi jest może trudno określić, ale może, czy mogę naświetlić przypadkiem pewnym, który da obraz, czy można było rozpoznać. Das ist mir schwer zu sagen, aber vielleicht kann ich durch Beschreibung eines Falles Ihnen plausibel machen, wie leicht es war, zu erkennen. Ja. A więc w 1943 roku już jeszcze ta rampa nie była długo. Przyszły transporty po dłuższej przerwie transporty ze Słowacji, transporty also, Żydów. Also das war 1943, die Rampe war noch nicht allzu lange. Sie war die Rampe war noch nicht allzu lange Zeit da. Da kamen die Transporte aus Slowakei von Juden nach längerer Unterbrechung. Tak. W naszym komandzie pracowało kilka Żydówek ze Słowacji. In unserem Kommando arbeiteten einige Jüdinnen aus der Slowakei. Gdy transporty przyszły, już po wyładowaniu na rampie i szły wzdłuż, naprzeciw naszego obozu, wzdłuż torów. Als die Transporte bereits ausgeladen wurden und die Leute entlang der Bahnlinien gingen uns gegenüber. I wzdłuż tak między torami a drutami naszego odcinka. Zwischen den Linien, zwischen den Schienen und den Draht unseres Abschnittes. Byłyśmy właśnie tam z drugiej strony sauny. Da befanden wir uns eben auf der anderen Seite vom Sauna. I z nami była jedna z naszych koleżanek, która z nami pracowała, Edith Links. Und mit uns war eine den Kameradinnen, die mit uns zusammenarbeitete,
Edith Linz. Und jeszcze jedna z Schreibstube, której nazwiska nie pamiętam. Und dann noch eine andere Rożka mit Vornamen. Aus der Schreibstube, an deren Namen ich mich nicht erinnere, nur der Vorname, der ist mir noch bekannt, Rożka. Tak, więc gdy stałyśmy tak, w pewnym momencie Edith krzyknęła głośno: Boże, moja mama, mój ojciec, moja siostra, babcia, zaczęła wyliczać wszystkie kilka osób ze swojej rodziny, które rozpoznała. Als wir so standen, fing plötzlich Edith an zu schreien: Liebe Gott, das ist meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter, meine Tante. Also sie erkannte die einzelnen Familienangehörigen. Und sie haben sie gehört, die Verwandten. Oni ją usłyszeli. Będzie mi trudno, bo mogę się zgubić. Ich habe immer Angst, dass ich mich dann nicht weiter, dass ich nicht weiter kann, wenn ich Deutsch spreche. Ich bin doch so aufgeregt. Weil ich doch so aufgeregt bin. Więc ci, którzy właśnie dopiero przybyli do lagru, poznali ją również, zobaczyli ją. I siostra jej miała na ręku małe dziecko. Die Neuankömmlinge erkannten sie auch. Sie haben sie bemerkt. Darunter ihre Schwester. Sie trug im Arm ein kleines Kind. Więc Edith, ponieważ wiedziała, że starzy, ona już była długo z jednym z pierwszych transportów, wiedziała, że starzy ludzie idą prosto do komory gazowej, wiedziała, że matki z małymi dziećmi na ręku również idą prosto do komory gazowej, więc zaczęła na migi pokazywać tej siostrze, trochę wołała, ale oczywiście była ostrożna, żeby nie zwrócił nikt uwagi, że ona z lagru coś woła. Na migi siostrze pokazywała, żeby oddała dziecko babce. Edith, die schon längere Zeit im Lager war und genau wusste, dass die alten Menschen in Gas kommen, dass die Frauen mit kleinen Kindern auch vergast werden. Sie versuchte so in Fingersprache, sie rief auch etwas, aber sehr vorsichtig, dass es nicht auffällt. Sie versuchte, die Schwester darauf aufmerksam zu machen, sie soll das Kind der Großmutter geben. Ona wiedziała, że babka tak czy tak nie będzie uratowana, dziecko też nie. Sie wusste, dass die Großmutter sowieso nicht errettet werden kann, auch das Kind nicht. I dlatego chciała ratować przynajmniej siostrę. Und darum wollte sie wenigstens die Schwester retten. Z całej tej rodziny do lagru weszła rzeczywiście tylko ta siostra. Und wirklich aus dem Lager am Leben ging nur die Schwester raus. I ta druga ze Schreibstube rozpoznała 11 osób ze swojej rodziny. Diese andere aus der Schreibstube, sie hat ebenfalls 11 Mitglieder ihrer Familie erkannt. Ja. Und wo standen sie, wie sie das gesehen haben? Gdzie wyście stali? Poza sauną, tam pod murem sauny. Od tej strony, gdzie były druty, gdzie była rampa. Wir standen außerhalb von Sauna an der Mauer. Von der Seite, von der die Rampe war. Ja, also unter Sauna verstehen Sie ja, was Sie vorhin unter WC benannt haben. Ja, das war das Sauna war das ganze Gebäude, so wie ich Sie das ganze Baden Gebäude. Und so weiter. Więc pani, proszę. Czy pani na myśli sauna, pani nazywa cały dom, czy pani toalety nazywa? Nie, sauna to był cały budynek. Tam się przyjmowało więźniarki, tam były właśnie rozbierane ze swoich cywilnych odzieży i tam je właśnie preparowano na więźniarki. Also unter sauna verstehe ich das ganze Gebäude. Ja. Dort, wo die Häftlingsfrauen dann ihre Kleider ablegen sollten, wo sie die, als Häftlingsfrauen präpariert wurden. Ja. Und standen Sie außerhalb dieses Gebäudes oder innerhalb des Gebäudes? Außerhalb. Durften Sie denn da während der Ankunft dieses Transportes außerhalb des Gebäudes stehen? War das nicht verboten? My mogłyśmy, dlatego że myśmy właśnie pracowały przy rejestrowaniu transportów. Wir durften es machen, weil wir doch gerade bei der Registrierung der Transporte tätig waren. Und jeżeli właśnie w danym momencie nie miałyśmy transportu, albo po prostu wychodziło się pod pozorem, że się idzie do ubikacji.
I wychodziliśmy na zewnątrz, albo stałyśmy w framugę, w drzwiach, tak? I przytulone do framugi i patrzyliśmy. Entweder, weil wir keine Transporte im Moment hatten, zu registrieren hatten, oder unter Vorwand, dass wir in die Toilette gehen, da standen wir entweder in die Tür oder gingen nach außen und dicht angelehnt an die Mauer standen wir da und guckten. Und guckten zu. Nun haben Sie uns erzählt, dass im Winter 43 drei Transporte mit Juden aus dem Gebiet von Vilna gekommen sei. Vilna, Białystok. Vilna, Białystok. Białystok. Rovne. Pruszany. Suwałki. Suwałki, jawohl. Und wie viele Personen umfasste jeweils ein solcher Transport? Jeśli, tak jak pamiętam, to były tak Transporte mniej więcej 5000, 3000. Soweit ich mich erinnere, da waren Transporte von ungefähr 5000, 3000 Menschen. Ja, und 2000 aus wenn 2000. Sie sagen im Winter 1943, war das der Winter von 1943 auf 1944? Ich habe mich verstanden. Jeżeli chodzi, pani mówi zimie 43 roku, to pani ma na myśli zimę z 43 na 44, czy 42 na 44. Ich meine den Winter von 42 auf 43. Ja, waren Sie denn da schon in der Aufnahme? Tak. Czy już pani wtedy była tam? Tak, ja już byłam w lutym. Ja, ich war im Februar schon dort. Moment. So viel ich mir Februar vorhin 43, 40, gemerkt habe, sind 43. Sie doch überhaupt erst am 6. Januar 43 ins Lager gekommen. Ja, dann am, hatte sie... Am 6. Januar? Ja. Am 6. Januar. Januar 1903 ins Lager gekommen. Dann hatte sie einen Monat Außenarbeit. Ja. Ja. Das war dann im Februar. Ja. Februar. Ja. Und das war vom der Winter vom 42 auf 43. Und das war doch der Winter, sie meint, das war Anfang 43. Das war der Winter 42, 43. Also Anfang des Winters 43. Also es muss dann nach dem Februar gewesen sein. Jetzt to było po lutym. Czy w lutym, czy po lutym. W lutym, bo to właśnie wtedy wzięto nas jako Aushilfe. Wtedy przyszłam do Aufnahme. Im Februar wurden wir doch genommen dazu. Ganz recht. Ich kam im Februar gerade in die Aufnahme. Also im Februar 43. Da kamen diese Transporte aus der Gegend von Vilna und Suwalki und Białystok. Und Białystok. Ja, tak. Und Sie meinten, jeder Transport hätte so ungefähr 2.000 bis 5.000 Personen umfasst. Tak. Ja. Ja. Tak. Und um welche Tageszeit kamen diese Transporte an? O jakiej porze dnia przybywały transporty? No to było różne. Jedne przychodziły gdzieś w ciągu dnia było jasno, inne przychodziły późnym wieczorem. Das war sehr verschieden. Manche kamen an, da war es noch hell und die andere wieder, da war spät am Abend. Ja. Sind irgendwelche Bestimmungen da gewesen, wonach eine bestimmte Anzahl von Personen ausgenommen werden sollte von der Vergasung oder wie viel Prozent, will ich mal sagen, in die Gaskammern geschickt werden sollen. Czy były dokładne jakieś na ten temat rozporządzenia, ile ludzi z tego transportu będzie wziętych, ułaskawionych, znaczy nieposłanych do gazu i jaki był procent posyłanych do gazu? Czy pani jest świadomym coś? Czy były jakieś rozporządzenia na ten temat? Tak, naturalnie. My rozporządzeń na piśmie nie znałyśmy. Ale SS-mani, którzy byli naszymi szefami, rozmawiali między sobą. To myśmy słyszały, że jak mówili często, że około 10% wchodzi do obozu jako zdolni do pracy, a reszta idzie bezpośrednio do komór gazowych. Natürlich, so schriftliche Verordnungen, die konnten wir nicht lesen, aber aus den Gesprächen der SS-Männer, die untereinander führten, haben wir entnommen, dass 10% von den Ankömmlingen ins Lager geht als Arbeitskraft und der Rest in die Gaskammer.
wer bestimmte das, wer im Einzelnen in die Gaskammer gehen sollte und im Einzelnen ins Lager kommen sollte? Kto decydował o tym w poszczególnych wypadkach? Kto idzie do pracy, kto idzie do komory gazowej? No to jak mi wiadomo, to politische Abteilung decydowało o ilości. Soweit es, wie es mir bekannt ist, hat die politische Abteilung die Zahl bestimmt. Die Zahl bestimmt. Und was ist ihr insoweit bekannt geworden und wodurch? Co pani jest o tym wiadomo i przez kogo? I przez co pani jest to jest wiadomo? Że właśnie Wydział Polityczny decyduje o ilości. To się słyszało, prawda, z rozmów SS-manów. Później przychodzili już w tym okresie mężczyźni do kobiecego obozu. Także, także tacy, którzy pracowali w politische Abteilung. Man hörte das aus den Gesprächen von SS-Männern untereinander. Zu dieser Zeit kamen auch männliche Häftlinge bereits ins Frauenlager, auch solche, die auf der politischen Abteilung arbeiteten. Und eben daraus wussten wir. Ja. Nun, bei diesen drei Transporten mal stehen bleiben, die aus Białystok, Wilna und Suwalki kamen. Wissen Sie, wer da auf der Rampe tätig war und der, wer die Auswahl getroffen hat zwischen denen, die in die Gaskammern gehen sollten und zwischen denen, die ins Lager kommen sollten? Wiadomo mi było, jak każdej chyba więźniarce, że odbywa się selekcja. U nas się to nazywało sortierung. Już po wyładowaniu nowo przywiezionych do obozu. Es war mir wie jeder anderen Häftlingsfrau bekannt, dass nachdem so ein Transport ankommt, bereits ins Lager kommt, dass dann eine Sortierung, wir nannten das eine Sortierung, stattfindet. Ja. Tych Sortierungów, tych Transportów widzieć nie mogłam. Die Sortierungen, die einzelnen Sortierungen von diesen Transporten, konnte ich nicht sehen. Ponieważ wtedy jeszcze rampa nie była doprowadzona do Birkenau, i sortowanie odbywało się na bocznej rampie w Oświęcimiu, tam, prawda, za dworcem. Weil damals die Rampe noch nicht in Birkenau sich befand und die Sortierung fand an einer Nebenrampe in Auschwitz statt. Tak, tam ta rampa, na której mnie też wyładowano. Das war die Rampe, wo ich ja auch ausgeladen wurde. Ale nasi szefowie, gdy przychodzili, prawda, już przyprowadzał Chustek czy Hoffmann czy inni, przyprowadzali później tę grupę wybraną do lagru. Przyprowadzali do nas, myśmy rejestrowały, no, oni siedzieli czy chodzili tam i między sobą rozmawiali. I słyszałyśmy wtedy nazwiska, opowiadali sobie, jak to tam było przy sortowaniu. I między sobą rzucali nazwiska, kto był tam przy tym. I to diese ausgesuchten, die aussortierten Häftlinge wurden dann von Hustek und Hoffmann zu uns gebracht und wir mussten sie dann alle registrieren und aufnehmen. Die sprachen auch untereinander und nannten immer die Namen von diesen Personen, die eben dabei waren. Wir hörten also die Namen von denjenigen, die dabei waren. Also durch wen? Durch die Aussortierten oder durch die SS-Männer, die die Aussortierten begleiten? Więc kto to mówił? Czy ci SS-Männer? Die Aussortierten, die konnten doch die Namen noch nicht kennen. Ja, das meine ich. Also, die SS-Männer unterhielten sich, wer dabei gewesen sei. Nun, und wer war denn dabei? No to słyszałam prawie, że w większości wypadków nazwisko Bogia, słyszałam nazwisko Kaduk, słyszałam nazwisko Dylewski, Broat. Słyszałam wiele innych nazwisk, nie wiem, czy mam je wymieniać, ponieważ oni nie są w tej chwili oskarżeni. Fast in allen Fällen hörte ich die Namen von Boga, Kaduk, Dylewski, Broat und anderen Namen,
die weiß ich nicht, ob ich die aufzählen soll. Sie sitzen nicht auf der Anklagebank. Ja. Ja. Nun, was wissen Sie davon, ob auch Ärzte zugezogen waren zu diesen Aussonderungen? Czy lekarze, wiadomo pani jest, czy lekarze byli też przyciągani do tego rodzaju selekcji? Ja. Und was hatten die Einzelnen für Aufgaben? Also ich will mal sagen. Jakie było zadanie lekarzy w tym wypadku? To co wiem, prawda, co wśród więźniów było wiadomym, no więc lekarze głównie decydowali, jeśli chodziło o wygląd, prawda? Wiek, czy ktoś jest dość silny, kto ma iść na prawą, kto na lewą stronę. So wie es unter den Häftlingen bekannt war, da haben die Ärzte danach entschieden, wie der Häftling ausgesehen hat. Also nach seinem Alter, nach seinem Aussehen, ob er kräftig genug ist. Ja, hatten die Ärzte die alleinige Entscheidung oder haben auch andere Leute entschieden? No, czy tylko lekarze mieli to prawo decydowania, czy też inni? Myślę, że inni też, bo jednak to stała, jak już później była rampa na Birkenau, to stała cała świta, była zawsze duża gromada SS-manów przy tym. Ich denke, dass die anderen auch, ja später, als die Rampe bereits in Birkenau war, da stand immer so eine größere Gruppe, da habe ich ja schon selbst gesehen. Ja, also Sie haben zunächst den ersten Transport, von dem wir eben sprachen, der aus der Gegend von Suwalki und Vilna kam, den haben Sie nicht selbst entladen sehen, weil sie da noch nicht, weil die Transporte damals noch nicht auf die Rampe kamen. Nun kam dann wieder Ende Februar oder Anfang März 1943 kamen einige weiteren Transporte. War die Rampe damals schon fertig in Birkenau? Nein. Nein. Konnten Sie damals irgendwelche Menschen sehen, die bei diesen Transporten gearbeitet haben, die also dort eingeteilt haben und so weiter und so weiter. Przy pracy nie, wszak rampa nie była od nas widoczna. Bei der Arbeit nicht, weil die Rampe von uns aus nicht sichtbar nicht. War. Und Sie haben, wenn ich nicht irre, gesagt, nach Ihrer Erinnerung wäre etwa im Frühsommer 1943 die Rampe fertig gewesen. Stimmt das? Tak, ja sobie przypominam, pani powiedziała, wczesnym latem 1943. Już było ciepło. Ja, es ebenso im Sommer. Es war schon warm. Ja, da sind wohl auch die Transporte, die aus dem Ghetto von Saloniki gekommen sind, sowie die Transporte, die aus Sosnovic und Betzin gekommen sind. Benzburg nannten das die Deutschen. Die sind alle noch auf der alten Ausladestelle am Lager 1 angekommen. Tak, te z Benzina, Zawiercia i Sosnowca także tam jeszcze. Ja, diese aus Benzin, Zawiercie, Sosnowiec, die kamen alle noch dorthin. Ja. Und nun vom Frühsommer 1943. Das heißt also von dem Augenblick ab, wo die Transporte nunmehr auf die Rampe in Birkenau aufliefen. Da kamen wohl auch Transporte an. Und wie ist es nun mit dem Transport aus der Gegend von Lodz, Pionek, Lublin? Kamen die schon auf der neuen Rampe an? Ebenso die aus Italien, Österreich, Belgien, Frankreich, Holland, Slowakei und Deutschland. Te transporty już przychodziły tak pomieszane. Diese Transporte kamen bereits dermaßen vermischt an. Ja. Że przy tych już trudno mi tak ustalić, prawda, kolejność, es jak ist, one przychodziły. Dass es mir schwer fällt, der Reihe nach genau anzugeben, wie sie ankamen. Ja. Jetzt geben Sie bitte mal acht, Frau Zeugin. Sie haben in Ihrer früheren Vernehmung so zum Beispiel gesagt, an der Auslese für die Vergasung nahmen unter anderem die Angeklagten Kartuk, Boger, Kler, Klaus, Dilewski, Broad, überdies der Chef Hustek Erber teil. Das war der Wilnaer Transport. Dann haben Sie weiterhin gesagt, bei den nächsten Transporten aus dem Ghetto von Saloniki wiederum Kartuk, Boger, Kler, Dilewski, Klaus, Broad und Hustek Erber.
Dann kommt noch ein Transport aus Sosnowitz und dieser Gegend. Da nennen Sie dieselben Namen wieder. Das alles haben Sie ja nicht gesehen mit eigenen Augen, sondern nur gehört. No, te transporty, które przychodziły na starą rampę w Oświęcimiu, greckie, później te jeszcze z Polski, nie, to tych rzeczy oczywiście nie widziałam. Ja, diese Transporte, die aus Griechenland oder aus Polen noch auf die alte Rampe kamen, die habe ich selbstverständlich nicht gesehen. Nicht gesehen. Und nun kommt es uns darauf an, von Ihnen zu erfahren, was Sie selbst gesehen haben, mit eigenen Augen und mit eigenen Ohren gehört haben. Wann fingen da die ersten Transporte an? Also ich nehme an, im Frühsommer 1943. Tak, w 1943 roku, prawie do końca, potem jeszcze w 1944, stale przychodziły transporty. Im Jahre 1943, fast bis Ende des Jahres und auch 1944, kamen die Transporte ständig. Ja. Bardzo często. Sehr oft kamen sie an. Ja. Und nun erzählen Sie uns, was Sie da mit eigenen Augen gesehen haben. Und insbesondere, inwieweit die hier Angeklagten sich bei diesen Transporten selbst bemüht haben, indem sie eingeteilt haben, wegtransportiert haben und so weiter und so weiter. Więc na własne oczy widziałam. Więc przy tych transportach, przy tych, które przychodziły na rampę do Birkenau, mogłam już widzieć i rozpoznać takich SS-manów, których znałam z widzenia. Albo bezpośrednio, no, rozmawiać to z nimi nie rozmawiałam specjalnie, bo oni nie byli u nas na naszym obozie, ci, którzy tutaj, prawda, są. Oni nie byli na kobiecym obozie, ale jak na przykład Bogier przychodził do naszego komanda. Kaduka też widywałam, prawda. Tam przy tym pokazywano mi go. Als diese Transporte damals bereits bei uns in Birkenau ankamen, da habe ich schon selbst die Personen, die dort bei den Transporten, also die Betätigten, habe ich schon selbst gesehen und erkannt. Also ich betone doch, dass diese, die Angeklagten, die hier sind, die waren doch nicht in unserem Frauenlager, aber ich kannte sie, wie Boger zum Beispiel, der zu uns, zu unserem Kommando kam, oder Kaduk, den kannte ich auch. Kaduka pokazano mi, gdy byłam w Sztamlagrze, do tak zwanego Erkennungsdienst, gdy zdjęcia mi robiono. Den Kaduk hat man mir noch im Stammlager gezeigt, als man die Aufnahmen für mich damals für den Erkennungsdienst gemacht hat. Ja. Nun, wen haben Sie denn nun in Birkenau auf der Rampe gesehen, von diesen Männern, die Sie mit Namen kannten? Kogo pani na rampie w Brzezince widziała? Z tych ludzi, których pani znała? Bogiera. Boga. Kaduka. Kaduk. Dylewskiego. Niewiele razy. Nicht oft. Nicht viele Male. Nicht viele Male. Nicht viele Male. Dann Broad. Broad. Claire. Klera pokazano mi w naszej rewirschreibstubie. Nazwisko słyszałam przedtem już dużo razy, ale gdy raz byłam sprawdzać jakieś numery w rewirschreibstubie, na naszym kobiecym rewirze, wszedł tam do tego pomieszczenia, a gdy wyszedł, koleżanka powiedziała mi, to jest właśnie osławiony Kler. Ja. Und auch Claire, den kannte ich von den Kameradinnen, die auf der Revierschreibstube bei uns im Lager tätig waren. Eines Tages kam ich nämlich in die Revierschreibstube und er ging rein und wie er raus war, da sagte die Kameradinnen zu mir, das ist der berühmte, der berüchtigte Claire. Ja. Also sie sah dort an der Rampe Boger, Kaduk, Dylewski, nicht viele Male, Broad, Claire, wen noch? Oder kann sich auch sonst niemand erinnern? No, noch viele andere, die hier nicht sitzen. Ja. Nun, sagen Sie... Mengele und viele und Aufseherinnen. Ja. Ja, natürlich, Dr. Rode und dann viele Aufseherinnen.
Die Frauen vom Frauenlager, die Frauen, dann Taube, den Rapportführer vom Frauenlager, Arbeitsdienstführer. Nun ist uns bisher gesagt worden, soweit Ärzte an der Rampe gewesen seien, hätten die Ärzte darüber zu entscheiden gehabt, wer ins Lager aufgenommen wurde und wer in die Gaskammern gehen musste. Wissen Sie etwas davon? Dotychczas było namówione, że wtedy, kiedy przy transportach na rampie znajdowali się lekarze, oni decydowali o tym, kto idzie do komory gazowej, a kto nie. No to, co pani może na ten temat to powiedzieć? To już ja w ten sposób mniej więcej powiedziałam. To, co było widać, jeżeli lekarz był, to lekarz decydował, prawda, ja wskazywał, ja, aby te, wskazywał, prawda, lekarz. Myśmy tak przypuszczały według tego, kto wchodził do obozu, że według wyglądu, według wieku. Ja, so habe ich ja auch gesagt. Wenn die Ärzte waren, da haben die gezeigt, eben das merkten wir nach denjenigen, die dann ins Lager gingen, nach dem Aussehen, nach dem Alter, und so wurde dann entschieden. Ja, und nun frage ich Sie, haben auch die anderen von Ihnen genannten, nämlich Boger, Karduk, Dilewski, Broad, Claire, haben die auch ohne Ärzte selbstständige Entscheidungen getroffen? Sie waren dabei, aber das, wie ich das gesehen habe, kann ich das nicht genau sagen. Dass gerade er eine entscheidet hat. Ja. Nun, können Sie uns denn überhaupt einmal schildern, was die Leute auf der Rampe getan haben? No więc stała duża, dosyć zwykle grupa. Tam był przeważnie lekarz, byli oficerowie, byli podoficerowie i nawet, prawda, tak zwane posty. Więc jedni stali, robili tak, no, obstawę, żeby to nazwać. Prawda? Also es stand meistens eine größere Gruppe von Menschen dort. Meistenfalls waren Arzt und dann Offiziere, Unteroffiziere und auch Posten, die so eine gewisse Abschirmung bildeten. No i właśnie z tej grupy, która stała właśnie razem, jak gdyby przewodziła temu sortowaniu. W tej grupie widziało się, prawda, podnoszone ręce i podnosił ktoś rękę i wskazywał und na prawo albo na lewo. Aus dieser Gruppe, die eben so eine führende Rolle dort gespielt hatte, sah man einzelne Hand sich bewegen und zeigen, nach links oder nach rechts. Czasami wyciągali z szeregów też. Manchmal haben sie auch aus den Reihen jemanden rausgezogen. Czasem, gdy wskazano, no to ludzie szli według kierunku. Ale czasami wypadało tak, jak nam później niektóre opowiadały, które weszły do obozu z tej grupy, że rozdzielono matkę i córkę, czy kogoś z rodziny w ten sposób. Więc powiedzmy, matka miała iść do tej grupy, która nie szła do obozu. W każdym razie one jeszcze wtedy nie wiedziały, oni tak wtedy nie wiedzieli. No więc córka chciała do niej dołączyć, nie chciała. Nie, ona nie wiedziała, że ona pójdzie do obozu, że będzie żyć. No więc wtedy rozdzielano je nawet siłą. Normalerweise gingen die Leute nach dem Befehl, nach links oder nach rechts, ohne zu zögern. Aber manchmal, so erzählten uns die Frauen, die dann ins Lager kamen aus diesem Transport, manchmal passierte es so, dass man eine Mutter und eine Tochter trennen wollte. Und die wussten ja noch nicht, was eine oder die andere erwartet. Aber die Tochter wollte dann nicht und blieb dann bei der Mutter und dann wurde sie ausgezehrt, fortgezehrt. Ja. Wissen Sie, ob einer der Angeklagten, die hier sind, selbstständig durch seine Anweisungen bestimmt hat darüber, ob Personen ins Lager oder in die Gaskammer gehen sollen? Nie, tego nie mogę dokładnie powiedzieć. Wiem tylko, że brali udział w sortowaniu. Nein, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass sie daran teilgenommen haben, dass sie an Sortierungen teilgenommen haben, dass sie dabei waren. Wissen Sie auch, ob diese Personen die Leute, die für die Gaskammern bestimmt waren, dorthin gebracht haben und dort hineingetrieben haben in diese Kammern? Czy pani jest świadomym, że ci ludzie, których pani wspomniała, prowadzili tych przeznaczonych do komory gazowej sami do tej komory gazowej, zapędzali ich tam?
Nie, ponieważ krematorium było już na mniej więcej tak na rogu drugiego odcinka. Nein, weil das Krematorium bereits an der Ecke des anderen Abschnittes war. Ja. Nun wurden denn die Leute ins Krematorium zu Fuß oder mit Lastwagen gebracht? Gdy rampa jeszcze była w Oświęcimiu, gdy byli wyładowywani na rampie w Oświęcimiu, przywożono przeważnie chyba wszystkie transporty ciężarowymi samochodami. Als die Rampe noch in Auschwitz war, da wurden die Leute meistens mit Lastwagen gebracht. Ja. Ale od tej rampy w Birkenau to już było blisko do krematorium, to szli pieszo. Aber von der Rampe in Birkenau, da war es ja schon nah zum Krematorium, da gingen sie zu Fuß. Ja, und wissen Sie, wer sie dorthin begleitet hat? A kto odprowadzał ich tam? Wie pani? No większość wszyscy, którzy tam byli, bo trudno mi powiedzieć. Fast alle oder alle, die dort dabei waren, das ist mir schwer zu sagen. Nun sagen Sie bitte, fanden auch innerhalb des Lagers verschiedene solche Auswahlen statt von Leuten, die auch vergast werden sollten? Czy wewnątrz obozu też były przeprowadzane selekcje, czy też wybiórki osób, które były przeznaczone do komory gazowej? Tak. Były chyba trzy rodzaje sortierungów w obozie. Ja, es waren etwa drei Arten von Sortierungen innerhalb des Lagers. Tak, muszę pomyśleć. Ich muss ja nachdenken. Więc były sortierungi na rewirze. Also erstens waren Sortierungen auf dem Revier unter den Kranken. Wo war das Revier? A gdzie denn był ten Revier? To były baraki, zaraz jak idzie, tu prawa strona, stąd biorąc po lewej stronie, drewniane baraki. Das waren die Baracken, wenn man von hier aus guckt, links, Holzbaraken. Im A oder B? A. Und zwar in der Nähe der Sauna? Pobliżu sauny? To najpierw początkowo, jak ja byłam, to był czwarty, piąty i szósty blok, to były Effektenkammer. Wie ich ja dort war, am Anfang, da war vierte, fünfte, sechste Block, die Effektenkammer. Potem był dziesiąty, jedenasty, dwunasty, to były bloki mieszkalne. Dann 10, 11, 12, das waren Wohnblocks. 17, 18, 19 chyba były też mieszkalne. 17, 18, 19, da waren auch mieszkalne, glaube ich, Wohnblocks. I dalej chyba był rewir, ale to się und zmieniało. Und weiter war, glaube ich, das Revier, aber es änderte sich. Naja. Dlatego, also że później na przykład 17 był Schonungsblock, to się trochę zmieniało. Das änderte sich manchmal, wie zum Beispiel 17, da war ja der Schonungsblock und so. Ja, und das Revier war auf Block? Na którym bloku był rewir? Było kilka bloków. Das waren einige Blocks. Einige Blocks? Und welche Nummer trugen die? 22 był na pewno. 22 war bestimmt. 23 był na pewno. 23 war bestimmt. 24. Nun ja. 24 war bestimmt. Noch weiter dann. Und noch? Und auf 27. Und dann 7. 29. 30, so ungefähr. Ja. 27, 29, 30. Ja, und auf diesen Blocks lagen da auch Kranke dauernd oder gingen die dort nur hin zur Behandlung? Czy oni tam stale leżeli, chorzy na tych blokach, czy tylko przychodzili do na opatruna? Nie, to przychodziły leczenie. Do ambulansu, ale bloki rewerowe były te, gdy chore leżały. Ja, die Kranken, die nur zur Behandlung kamen, das waren die Ambulanzblocks. Und welcher Block war die Ambulanz? Sagen wir schon 30. Ich glaube, es war 30, ja. Die Nummer 30. Nun, und in den anderen Blocks, das waren also, was man bisher... Und in den anderen Blocks, da waren Bettleger. Ja, also das so. War der Häftlingskrankenbau. Das waren drei Stockwerke. Ja. Ganz schmale Pritschen waren dort. No,
Na tych pryczach leżały często najmniej dwie, trzy, a nawet cztery chore. Auf einer Pritsche lagen oft zwei, drei, manchmal vier Kranke. Sagen Sie bitte, welche Ärzte waren dort in diesen Krankenbauten tätig, und zwar A von der SS, B von den Gefangenen? Jacy lekarze pracowali tam na tych na rewirze? I pytanie A, jacy SS-mani lekarze, i B, jacy lekarze więźniowie? Gdy ja przyszłam do obozu, już zaczynały pracować lekarki więźniarki. Als ich ins Lager kam, da begannen gerade die Häftlingsärztinnen drin zu arbeiten. No i oprócz tego byli lekarze SS, którzy nie po to byli, oni nie leczyli, oni mieli tylko nadzór nad rewirem. Darüber hinaus waren die SS-Ärzte, und aber wen die kennen Sie? Die haben ja nicht die als Aufgabe gehabt, zu heilen, zu behandeln, sondern sie hatten nur die Aufsicht. Ja. Jakich pani zna wśród nich? Rode. Pamiętam dobrze. Rode, an den kann ich mich gut entsinnen. Mengele. Mengele. Tu jeszcze Krause, takie podobne nazwisko. Es war Krause oder so ähnliche Name, aber er war eine kurze Zeit. Dr. Lukas? Nein. Diesen Namen kann ich mich nicht erinnern. An diesen Namen kann ich mich nicht erinnern. Ja. Wer war von Sanitätsdienstgraden da? Кто там был санитариушем? Sogenannten SDG. Санитариушем. SDG, ich weiß. Jakiś, o ile sobie przypominam, z polskim nazwiskiem, podobnie po polsku brzmiące nazwisko, ale nie pamiętam tego nazwiska. Es war eine mit einem polnisch klingenden Namen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja. Der ständig dort war. Ja. Wissen Sie, ob dort Neubert, Handel oder Claire war? O Claire słyszałam, że przychodził. Vom Claire habe ich gehört, dass er dahin kam. Ich widziałam tam. Ich habe ihn auch dort gesehen. In dem Frauenlager in Birkenau. W obozie kobiety w Brzezince. Im Krankenbau. Tak. Na Izbie Chorych. Ja jego widziałam w Rewierscheibstube. Ich habe ihn auf der Rewierscheibstube gesehen. Ja. Wer war dort als SDG tätig? Außer dem Mann mit dem polnisch klingenden Namen, war da auch eventuell noch Neubert tätig oder Handel tätig? Die Namen habe ich gehört, aber ich weiß nicht. Sie wissen es nicht. Nun, sagen Sie bitte, wenn in diesen Blocks, in diesen Krankenblocks, sogenannte Auslesen stattfanden, interne Auslesungen, haben Sie mal gesagt. Wie spielte sich das ab und wie ging das vor sich? Pani zrozumiała pytanie. Gdy był sorting room na rewirze, jak tak, to się odbywało? Jak to się odbywało, w jaki sposób? Więc na całym lagrze, nie jest trudno po polsku mówić obóz, na całym lagrze była Blocksperre. Im ganzen Lager war dann die Blocksperre. Dlatego, aby inne więźniarki nie widziały, co się damit dzieje. Die anderen Häftlingsfrauen nicht sehen, was sich abspielt. I wtedy przeważnie to już była taka ekipa z naszego, oczywiście tam był lekarz na rewirze i SS-mani, SS-manki z kobiecego obozu. To, co widziałam, że szli na rewir. Ja, und da waren dort gewöhnlich ein Arzt und SS-Männer und SS-Frauen von den Frauenlager, die ich ja gesehen habe, dass sie hingingen. Wszystkiego przecież nie mogłem. Alles widzieć. Konnte ich doch nicht sehen. I najwięcej wybierano chorych na tyfus plamisty. Hauptsächlich wurden die Fleckfieberkranke ausgesucht. Potem tak, no oczywiście bywało, że chora już przeszła kryzys i właściwie mogła wrócić do zdrowia, ale przecież wyglądała bardzo źle, skóra es i kości. Gab auch Fälle, dass die Kranke bereits die Krankheit überstanden hat. Ja. Und wer hat diese Auswahl vorgenommen? Kto dokonywał tego wybiórki? Tam. To już jak słyszałam, prawda, od koleżanek, to lekarz.
Wie ich es gehört habe, und zwar von meinen Kameradinnen, da wurde es von dem Arzt durchgeführt. Ja, im Revier. Im Revier. Im vom Revier. Arzt im Revier. Ja. Und die anderen waren dabei. Und diese Frauen, die kamen dann wohl auf Block 25. Ja, und von dort in die Gaskammer. Ja, die Frauen kamen dann auf den Block 25 und von dort mit den Lastautos ins Krematorium. Ja. Auch solche, die Phlegmone hatten. Nun sagen Sie bitte, als dann die Transporte im Jahr 1944 noch häufiger wurden und man diese Vergasungen da vornahm, hat man da außer den 10%, die man jeweils für die Lager bestimmte, noch andere Leute ausgesondert, die vorwiegend vom Lande waren und die in das Lager Mexiko kamen? Ins Lager Mexiko, ja. Habe ich gut verstanden. Czy później, kiedy w 1944 roku transporty powiększyły się i zaczęły częściej przychodzić, czy wtedy poza tymi 10% wybranych do pracy w obozie byli jeszcze inni ludzie, cywiliści z zewnątrz, z wiosek przywożeni i skierowywani do tak zwanego Meksyka? Czy pani coś jest na ten temat wiadomo? Tak. W 1944 roku przywożono masowe transporty z Rusi Przykarpackiej. Ja. To byli przeważnie wiejscy Żydzi. Im Jahr 1944 da kamen Massentransporte mit Landjuden aus der Gegend von Karpatorutenien, also ja, aus Rutenien. Karpatorutenien in Polnisch. Ja. Die aus dem vom Lande waren, Juden, die vom Lande kamen. Und te transporty przychodziły dniem i nocą. Solche Transporte kamen Tag und Nacht an. Może trzy tygodnie, może dłużej. Vielleicht drei Wochen lang, vielleicht länger. Und was geschah mit den Leuten, die man nach Mexiko schickte? Więc część weszła do obozu, a część, większa część do gazu, a później właśnie, a część wybrano i te były umieszczone na nowym odcinku i ten w gwarze obozowej nazywano Meksyk. Also ein Teil ging ins Lager, der größte Teil ging in die Gaskammer. Und ein Teil kam dann auf den neuen Abschnitt, der in der Sprache des Lagers Mexiko hieß. Ja, und was geschah mit diesen Leuten? Solches działo z tymi. Były właściwie prawie że bez odzieży. Solche Leute waren fast ohne Bekleidung. Dostawały wyżywienie jeszcze w mniejszej ilości niż cały obóz. Sie bekamen zum Essen noch weniger als das ganze Lager. Umierało ich tam bardzo dużo. Sie starben dort in großen Mengen. Od czasu do czasu formowano transporty z Meksyku. No i w Schreibstube w Arbeitseinsatzu sporządzane były tak zwane transportlisty. I tak jak słyszałyśmy od SS-manów, naszych szefów, gdy mówili transportlisty, że one są potrzebne do pracy i jadą na roboty do Rzeszy. Von Zeit zu Zeit wurden Transporte aus diesen Frauen, die dort in Mexiko waren, zusammengestellt und in der Schreibstube waren sogenannte Transportlisten ausgefertigt. Es hieß denn damals unter dem SS-Personal, dass diese Frauen nach Deutschland zur Arbeit kommen sollen. Tak, naturalnie nie wszystkie, to wciąż jeszcze ten Meksyk istniał prawie że natürlich do końca. Nicht alle, weil dieses Mexiko existierte fast bis zum Ende des Lagers. Ja. Nun haben Sie noch erlebt, die zwei Transporte, die in das sogenannte Theresienstädter Lager gekommen sind.
jeweils... Darf ich bitte noch etwas sagen? Ja, bitte schön. Ja przedtem powiedziałam, że było kilka rodzajów sortierungów na kobiecym obozie. Powiedziałam tylko o jednym na rewirze. Inne były może gorsze. Ich habe doch vorher von dreierlei Sortierungen Jawohl. Gesprochen. Bis jetzt habe ich ja nur dieses auf dem Revier genannt und, wie waren und die näher geschildert. Die zwei anderen waren schlimmer. Und was war das für? To były Sortierungi podczas apeli, w czasie apelu. Das waren die Sortierungen während des Appells. Najczęściej w czasie rannego apelu. Am häufigsten während des Morgenappells. Jeszcze inny rodzaj był, to były takie dodatkowe apele w ciągu dnia. Te już dotyczyły tylko Żydówek. Und dann waren noch zusätzliche Appelle, die waren während des Tages und betrafen nur die Jüdinnen. I sortierungi w związku z tak zwanymi generalnymi apelami. Und dann als drittens die Sortierungen, die im Zusammenhang mit dem sogenannten Generalappell standen. Więc na tych na zwykłych rannych apelach no nic nie było wiadomo, stałyśmy długo i nagle to szła tak wieść nie wiadomo skąd przez te wszystkie stojące kolumny Sortierung. Ja, beim Morgenappell, da war es so, wir standen ziemlich lange und dann plötzlich kam das wie eine Nachricht durch das ganze Lager, die Sortierung kommt. No i to wtedy przechodzili wzdłuż kolumn, blokami stojących kolumn więźniarek. Przechodzili ci SS-mani, którzy byli na naszym obozie i SS-manki i wybierali z szeregów. Zapisując numery, odstawiali na bok od kolumny i zapisywali numery. Dann kamen die Reihen von Häftlingsfrauen, die nach den Blocks eingegliedert da standen, die SS-Männer und die SS-Frauen aus unseren Frauenlager, die gingen die Reihen entlang, suchten sich die Einzelnen heraus, notierten die Nummern und die, i one stawały na boku. Na bok. Und die mussten dann abseits sich stellen. To nawet to było dużo tych SS-manów, dosyć zwłaszcza SS-manek. Była taka hase, która nosiła taką grubą laskę zakrzywioną z sobą zawsze i tak za szyję wyciągała z szeregu. Es waren eine ganze Menge von SS-Männern und Frauen dabei. Eine SS-Frau zum Beispiel namens Hasse, die hatte so einen Stock dabei und mit dem Kopf des Stockes nahm sie jedes Mal eine Häftlingsfrau, die sie ausgesucht hat, am Hals und zog sie mit dem Stock am Hals heraus. Przy tych apelach nie wybierano tylko Żydówek, wybierano również Polki, także inne narodowości. Bei diesen Sortierungen während des Morgenappells und anderen waren ja nicht nur die Jüdinnen dabei betroffen, es waren auch andere, Polinnen auch. I po skończonym sortierungu bywał apel odgwizdano, było Arbeitsformierung, komanda szły do pracy, a te wybrane odprowadzano na blok 25. Nachdem so eine Sortierung zu Ende ging und es war schon abgeblasen zum Ende, hieß es, die Arbeitsformierung findet statt. Die einzelnen Kommandos gingen zur Arbeit und die Ausgesuchten wurden auf den Block 25 geführt. Na bloku 25 przebywały czasem po kilka dni. Sortowania powtarzano, aż blok był pełny, przepełniony. Auf dem Block 25 blieben sie manchmal einige Tage, die Sortierungen wiederholten sich, bis der Block voll, überfüllt war. Te wybrane na Block 25 nie dostawały już żadnej żywności i nic do picia. Die Frauen, die sich auf dem Block 25 befanden, sie bekamen nicht zum Essen und auch gar nicht zum Trinken. Po, jak już blok był pełny, uznany za liczba uznana widocznie za wystarczającą, przyjeżdżały samochody ciężarowe
i ładowano je na te samochody ciężarowe. Oczywiście to byłam na sąsiednim bloku przez pewien czas, chociaż było blok szpery, to przez okienka można było widzieć. No więc przy tym było bicie, kopanie, rzucanie na samochody. Wskakiwali SS-mani na samochody i udeptywali, żeby się więcej zmieściło. Also dann, wenn der Block, also wenn die Zahl schon vollständig war, dann kamen die Lastautos, um sie abzuholen. Und dadurch, dass ich im Nebenblock war und obwohl die Blocksperre war, konnte ich trotzdem sehen, wie sich das alles abspielte. Das waren grausame Szenen, die SS-Männer, die schlugen und traten. Oft sprangen sie auf die Lastautos und trampelten mit den Füßen, damit mehr Frauen auf den Lastwagen draufkommen. No i później odwożono te ofiary do krematorium. Und später wurden dann die Opfer ins Krematorium gebracht. Ja, ich habe Sie vorhin nicht ganz richtig verstanden. Wer hat die Listen zusammengestellt oder aufgeschrieben, derjenigen, die bei diesen Generalappellen... Das war nicht Generalappell. Nein, das war kein Generalappell. Das war bei Morgenappellen. Morgenappell, die beiden Morgenappellen da herausgesucht werden. SS-Männer und SS-Frauen. Ja. Wissen Sie, ob darunter auch Leute waren, die hier angeklagt sind? Nein. Nein, nicht. Gut. Leider nicht. Ja. Nun kommen wir zu den Generalappellen. Ja. Das ist die dritte Kategorie. Da habe ich solche drei erlebt. To wyprowadzano nas rano poza bramę. Tam był taki duży plac, nazywano go Wiza. No i tam cały obóz, wszystkie kobiety, które nie były na rewirze, musiały stać cały dzień. Jeden był w lutym. Also von solchen Appellen habe ich drei mitgemacht. Wir wurden morgens nach außerhalb des Lagers gebracht, auf einen Platz, den man Wiese nannte. Wie nennt man ihn? Wiese, die man Wiese nannte, hinter dem Tor. Alle Frauen des Lagers, außer diesen, die im Revier waren. Und wir mussten dort den ganzen Tag stehen. Jeden taki apel był, co pamiętam, w lutym. So ein davon, soweit ich mich erinnere, fand im Februar statt. Potem w marcu. Dann im März. A później był jeszcze w lecie. Und dann noch eine im Sommer. Po całym dniu apelu to polecono blokami wchodzić z powrotem do obozu, ale biegiem. Nach einem Tag des Stehens während des Appells wurde dann befohlen, man soll wieder zurück in die Blocks gehen, aber im Laufschritt. War das 43? To było w którym roku? 43. Ja. Więc wewnątrz już obozu i z zewnątrz, tam przy tej bramie, stali SS-mani, SS-manki z psami i z laskami, prawda, z kijami i obserwowali biegnące więźniarki. Wchodzić do obozu wolno było tylko... Chyba nie, no ja staram. Natürlich habe ich nichts dagegen. Ja. Ich bemühe mich, das zu sagen, was ich weiß. Es ist ja nur so für den Fall, dass nachher Unstimmigkeiten kommen sollten über das, was Sie gesagt haben, damit wir feststellen können, was wirklich gesagt worden ist. Tylko wtedy, kiedy będą może później w przyszłości jakieś nieporozumienia, czy nie będzie się z nim, ktoś z kimś się będzie spierać na temat tego, co pani powiedziała, to wtedy można będzie to jeszcze raz nagrać i sprawdzić. Rozumiem. Ja, ich verstehe. Ja. Nun, Sie sagten also, Sie mussten im Laufschritt dann wieder zurücklaufen und derjenige, der durch das lange Stehen vielleicht in den Beinen übermüdet gewesen ist und kleine Fehler machte oder nicht so laufen konnte, der wurde zur Seite genommen, war aussortiert und kam dann ebenfalls auf Block 25. Tak, a z bloku 25 później znowu ciężarowe samochody przyjeżdżały i do krematorium. Dann vom Block 25, von dort aus mit den angekommenen Lastautos ins Krematorium. Ja. Żadne listy formalne nie były sporządzane. Eine
offizielle, also formelle Liste wurde dabei nicht aufgestellt. Także nie było żadnej listy przed tym, kogo ma się wybrać, bo nie wybierano po nazwiskach. Und auch vorher war keine Liste, wer eben aussortiert werden sollte, weil man nicht nach den Namen aussortiert wurde. Sondern das war lediglich nach dem Kräftezustand. So, tak przypadkiem. Das war ja nur eine Zufallsfrage. Ja. Tak samo jak na apelach. Myśmy często po tych sortowaniach w czasie tych rannych apeli, myśmy czasem się zastanawiały, jakie są właściwie zasady tego sortowania, czym się kierują. Początkowo myślałyśmy, a które gorzej wyglądają, które są starsze. Ale potem widać było nieraz, że zupełnie młode kobiety i dobrze nawet dosyć wyglądające jak na lagrowe stosunki też były wybierane, więc nie mogłyśmy, prawda, w ogóle... Auch nach dem Morgenappell, wir machten wir uns oft Gedanken, was, nach welchen Kriterien wurden eigentlich diese Frauen ausgesucht? Und wir haben gedacht, vielleicht solche, die schlechter aussehen, die älter sind, die schwächer aussehen. Aber nein, es waren oft junge und gut aussehende Frauen, die auch aussortiert wurden. Wissen Sie, wer bei diesen Generalappellen mitgewirkt hat und wer da insbesondere ausschlaggebend war für die Frage, wer ins Lager wieder zurückkam, wer in die Gaskammern gehen musste? Czy wie pani, kto specjalnie przy apelach generalnych był rozsarządzał i dawał rozsarządzenia, kto ma być wybrany, kto pozostanie, kto decydował przy tych generalnych apelach? To SS-Mann, Jesus-Mann, z naszego obozu. Das waren die SS-Männer und die SS-Frauen aus unserem Lager. Und ich kann die Namen angeben. Von den Angeklagten ist da niemand dabei gewesen. Skarżonych nikogo nie. Nein. Niemand dabei gewesen. Nein, niemand. Josef Klär betrifft und die sich befasst mit der Gefangenen Isabella Sosnowska. Würden Sie uns das jetzt vielleicht noch mal erzählen? Ja, więc to było gdzieś wiosną w 1943 roku. Dokładnej daty nie mogę powiedzieć. Ja, es war also irgendwann im Frühjahr 1943. Ein genaues Datum kann ich... Wczesną wiosną. Am Anfang des Frühlings 1943. Ein genaues Datum bin ich nicht in der Lage anzugeben. Więc w obozie był transport, już wcześniej przybyły, gdzieś jeszcze w 1942 roku pod koniec, transport więźniarek z Lublina. Tak jak słyszałam, w obozie jeszcze wtedy nie byłam, więc ich nie rejestrowałam, to nie pamiętam, nie mogę tak liczby dokładnie określić, około 250. Also damals befand sich bereits ein Transport im Lager. Dieser Transport kam so Ende 1942 und zwar aus der Gegend von Lublin. Aus Lublin, aus dem Zamek nazywało się to więzienie, tam z więzienia Lublin, Zamek. Aus dem Gefängnis in Lublin, dieses Gefängnis hieß Zamek, die Burg. Und da ich diese Häftlingsfrauen nicht registriert habe, weiß ich nicht genau die Zahl, aber ich habe gehört, es waren ungefähr 250 Frauen darunter. Tak. I właśnie tą wczesną wiosną w 1943 roku przyszła taka grupa kilku SS-manów, poszli do ambulansu, do rewierszej, tam gdzie rewierszej psztuby i słyszałyśmy, później było głośne w obozie, że cały ten transport z wyjątkiem dwóch lub trzech maksimum został zaszpilowany, dostały zastrzyki fenolu w serce. Also eines Tages, wie ich bereits gesagt habe, im Frühling, also Anfang des Frühlings 1943, kam eine Gruppe von einigen SS-Männern. Sie gingen in die Ambulanz, also in die Revierschreibstube. Und da hörte man im Lager, dass die ganze Gruppe, dass diese ganze Transportgruppe, mit Ausnahme von zwei, drei Frauen, mit Phenolspritzen ins Herz getötet wurde. Niektóre z tych więźniarek były jako chore na rewirze.
Einige von diesen Häftlingsfrauen befanden sich als Kranke auf dem Revier. I te z rewiru też zostały zaszpilowane. Und diese Frauen aus dem Revier, die wurden ebenfalls abgespritzt. A te, które znajdowały się w różnych blokach, czy w komandach na terenie obozu, zostały wezwane na, do szepsztuby rewirowej. I tam w ambulansie zaszpilowane. Wiem o tym stąd, że to było bardzo głośne w obozie, a w szczegóły tam bliższe opowiadała mi więźniarka ówczesna Izabela Sosnowska, która była w rewir Schreibstube. Also die anderen Häftlingsfrauen, die also nicht im Revier lagen, sondern auf dem Kommandos befanden oder in den Blocks, die wurden in die Schreibstube, in die Revierschreibstube gerufen. Und zwar um die Nummern zu überprüfen und wurden dort in der Ambulanz mit Phenolspritze getötet. Das habe ich gehört von einem Mithäftling namens Izabela Sosnowska, die damals in der Revierschreibstube tätig war. Tak. I właśnie Izabela Sosnowska powiedziała mi, że przy tym w tym szpilowaniu brał czynny udział SDG Josef Kler. Diese Häftling, diese Izabela Sosnowska, sie hat mir erzählt, dass an der Aktion des Tötens mit Phenol einen aktiven Teil der Angeklagte Claire nahm. Obok innych. Unter anderem. Ja. Ihre Bekannte, die Frau Sosnowska, wird ja wohl auch das nicht mit Eichenaugen erlebt haben, sondern sie wird sich das auch haben erzählen lassen, nehme ich an. So wie ich mich erinnere, sie sagte, sie hat gesehen, wie die Frauen in den Nebenraum gerufen wurden und dann nicht mehr herauskamen. Soll sich das denn in dem SS-Revier abgespielt haben oder in welchem Revier? Na jakim rewirze to miało miejsce? Czy na rewirze SS-manowskim? Nie na Häftlingsrewir, bo w kobiecym obozie nie było SS-mańskiego rewiru. Im Frauenlager war kein SS-Revier. Ja. Das war nur Häftlingsrevier. Also dort soll sie es abgespielt haben und die Frau Sosnowska soll da im Nebenraum sich befunden haben. So hat sie mir erzählt. So hat sie erzählt. Ja. Ob sie aber den Angeklagten Claire dabei gesehen hat, dass er abgespritzt hat oder sowas, das weiß ich nicht. Sie hat gesagt, er war dabei, dann nehme ich an, sie hat ihn gesehen. Ja. Und dann wollten Sie uns noch etwas erzählen über eine Polin, welche den Gefangenen aus dem Block 25 Wasser reichte. Was ist mit der Frau geschehen? Ach, da ist das ist Mann der Taube, ist nicht da. Das war der Rapportführer vom Frauenlager. Und außerdem war er Blockführer im Block 25. Und da war eben, ich werde lieber Polnisch sprechen, więc była taka historia, że właśnie było po sortierungu i Block 25 był już prawie pełny, ale nie zupełnie. I one już tam były coś 3 czy 4 dni. Naturalnie bez jedzenia i bez picia przede wszystkim. Więc z bloku 25 słychać było straszne krzyki. Blok był jeszcze dodatkowo oddzielony murem od reszty obozu i był okratowany. Chwileczkę. Also das war nach einer Sortierung. Der Block 25 war bereits überfüllt. Nicht ganz. Aber nicht vollständig. Fast überfüllt. Die Frauen befanden sich dort bereits 3 bis 4 Tage ohne Essen und ohne Trinken. Man hörte fürchterliche Schreie daraus. Dieser Block war mit einer Mauer abgetrennt. Od czego? Od drogi tej zewnętrznej, gdzie brama do niego also była. Miał mur. Von der Straße aus. I z drugiej strony, to podwórze wewnątrz było und zamknięte. Von der anderen Seite, also sagen wir, der ganze Hof war mit einer Mauer umgrenzt. Tak. Und man hörte fürchterliche Schreie tak. Aus dem Block. Więc blok był, okna były te wychodzące na zewnątrz, były okratowane.
No i najwięcej naturalne krzyki było słychać: pić, pić wody. Die Fenster waren natürlich vergittert und am meisten hörte man nur, wie es geschrien wurde: trinken, trinken, Wasser. Więźniarki, które już były dłużej w obozie, znały SS-manów i znały te dróżki obozowe, potrafiły czasami, czy na jakimś drągu, czy na czymś, podać trochę wody przez te kraty. Die Häftlingsfrauen, die schon länger im Lager waren, die SS-Männer kannten und auch verschiedene Wege im Lager, die, denen gelang es manchmal etwas Wasser rüberzureichen. War da an dieser Affäre der Angeklagte Claire beteiligt? Nein. Nicht? Nein. Da war, das ist Taube. Ja, Taube. Ja. War etwas missverständlich ausgedrückt. Ich glaube, der Angeklagte Claire wäre beteiligt gewesen. Ja. Sind noch Fragen an die Zeugin von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Bitte schön. Frau Swiatkowska, schildern Sie doch bitte einmal im Einzelnen und im Zusammenhang, was Sie von der Sauna aus bei der Ankunft eines Transportes beobachtet haben. Insbesondere, wie war es zunächst, nachdem die Türen entleert wurden? Ich widerspreche dieser Frage, Herr Vorsitzender. Die Frage ist bereits beantwortet. Und sollte sie trotzdem zugelassen werden, so meine ich, dass sie zu allgemein gehalten ist. Es ist nicht die Frage, kann nicht so gestellt werden, dass sie das schildern soll, wenn ein Transport angekommen ist, sondern sie muss Einzelheiten, es muss ein bestimmter Transport befragt werden. Nach meinem Wort. Also Herr Staatsanwalt, ich habe ja vorhin mich schon bemüht, von der Zeugin zu erfahren, ob sie konkrete Einzelheiten von diesen Transportankünften weiß. Die Zeugin hat uns zwar gesagt, dass verschiedene SS-Leute, die sie mit Namen genannt hatten, dabei auch Karduk, Dilewski, Poat, Boger und so weiter, dass die dort sich auf der Rampe aufgehalten hätten, aber auf meine Frage, was denn diese Leute konkret nun getan hätten und ob sie eine Erinnerung hätten, was der Einzelne befohlen, getan oder angeordnet hätte, hat sie gesagt, das wisse sie nicht, es sei ein allgemeiner Tumult gewesen, ein makabres Geschehen gewesen, sie könne das im Einzelnen nicht sagen. Nun müssten Sie doch schon jetzt präziser fragen, was Sie von der Zeugin wissen wollen. Ja, ich kann die Frage auch so konkret formulieren. Ob die Leute sich wahllos aufgestellt haben, nachdem sie aus dem Zug herausgekommen sind, oder ob sie gleich nach dem Aussteigen aus dem Zug zunächst von den herumstehenden SS-Leuten sortiert worden sind nach irgendwelchen Gesichtspunkten. Wir haben die Bilder gesehen und auf diesen Bildern ist zu sehen, dass in Fünferreihen angetreten wurde. Das würde mich zum Beispiel interessieren, ob die Zeugin dergleichen bestätigen kann, ob sich diese Fünferreihen zusammensetzte aus einer Gruppe von Männern, aus einer Gruppe von Frauen und Kindern oder wie. Und ob diese Sortierung von den herumstehenden SS-Leuten gemacht wurde und ob dann die so aufgestellten Gruppen möglicherweise am Arzt vorbeigegangen sind, der, was dann vom später zu entscheiden sein wird, möglicherweise eine Schlussselektion oder dergleichen vorgenommen hat. Ich glaube, es ist wichtig, wird wichtig sein für das Gericht späterhin, auch im Hinblick auf andere Angeklagten, nicht nur auf die von der Zeugin genannten, festzustellen, wie das Geschehen auf der Rampe war. Ich widerspreche dieser Frage auch, weil sie zu allgemein gehalten ist. Das setzte voraus, dass immer auf gleiche Weise verfahren worden ist. Wenn so allgemein gefragt wird, dann kann die Zeugin das gar nicht beurteilen, denn mit dieser Frage wird praktisch von ihr ein Urteil und nicht eine Tatsache verlangt. Das ist der Unterschied. Das glaube ich. Ich widerspreche dieser Frage. Das glaube ich nicht und ich bestehe auf dieser Frage. Wenn sich das nicht nach einer festen Regel abgespielt haben soll, jedenfalls wenn die Zeugin, die mehrere Beobachtungen gemacht hat, gesehen hat, es ist immer gleich gewesen oder es ist verschieden gewesen, dann soll sie uns das sagen. Also ob bei ankommenden Transporten die Formierung
in verschiedene Gruppen auf Befehl? Nein, ob sich die Leute zunächst in verschiedene Gruppen formiert haben, nachdem sie den Zug verlassen haben, ob das durch die herumstehenden SS-Leute geschehen ist und ob dann diese Gruppen, diese zunächst eingeteilten Gruppen, nochmal an einem Selekteur vorbeimarschiert sind. Ja, das ist der Pfarrer widersprochen. Also ob sie sich formiert haben und ob diese Formierung durch SS-Leute geschehen sei, was verstehen Sie und darunter? Veranlasst worden ist, dass sie veranlasst worden ist. Haben, dass die SS-Leute, die da herumstanden, bei der Einteilung mitgewirkt haben. Ja, wollen Sie wissen, ob die Angeklagten da mitgewirkt haben? Nein, generell. Tja. Also Herr Staatsmann, ich weiß wirklich nicht, wie wir weiterkommen sollen mit der Frage, denn dass die Leute nicht von selbst, wenn sie gekommen sind mit Transporten, wussten, wie sie sich zu formieren hatten, wie sie sich einzuteilen hatten und so weiter, das kann meines Erachtens ohne weiteres unterstellt werden. Ja, aber Herr Vorsitzender, ich habe gerade aus Ihren Fragen, die Sie an die Zeugin gestellt haben, entnommen, dass es ja doch durchaus denkbar ist, dass hier verschiedenartige Geschehensabläufe waren. Nämlich einmal ist es denkbar, dass die Leute aus dem Zug ausgestiegen sind und so wie sie ausgestiegen sind, an dem Selekteur, der also nach unserer Auffassung der Arzt war, vorbeigeführt worden sind. Es ist aber auch denkbar, dass sie zunächst vom anderen herumstehenden SS-Personal, also insbesondere Mitgliedern der politischen Abteilung, der Angeklagte Claire hat unter anderem einen Fall erzählt, wo er kranke Leute da am Zug schon in eine besondere Gruppe eingeteilt hat und dergleichen, dass also zunächst quasi eine Vorselektion stattgefunden hat, durch nicht medizinisch oder sonst wie geschultes SS-Personal und dass schließlich von dem Arzt erst eine Endselektion gemacht worden ist. Und ich bin der Auffassung, dass wenn die Zeugin, ich weiß nicht, was die Zeugin sagen wird, aber dass möglicherweise das, was die Zeugin dazu bekundet, bei der Beurteilung des Verhaltens der Leute, die auf der Rampe waren, doch eine gewisse Rolle spielt. Naja, wir werden darüber entscheiden. Haben Sie sonst noch Fragen, Herr Staatsanwalt? Damit daraufhin würde ich höchstwahrscheinlich noch einige Fragen haben. So, Herr Rechtsanwalt Ormond. Haben Sie keine Fragen? Frau Zeugin, kannten Sie den letzten Kommandanten von Auschwitz I und Standortältesten Bär? Nur vom Hören. Danke, keine weiteren Fragen. Ich habe keine Fragen. Keine Fragen mehr? Ich wollte nur noch sagen, dass der Begriff Vorselektion, den eben der Herr Staatsanwalt Küchler gebraucht hat, glaube ich, ein Begriff der Staatsanwaltschaft ist. Ja, ist bisher noch nicht hier gebraucht worden. Sonst kein, Herr Rechtsanwalt Jubel. Frau Zeugin, Sie erwähnten vorhin, Sie hätten Kadel gesehen auf der Rampe. War das in Birkenau oder noch im Stammlager? Kaduk, meinst du? Ja, aber wo? Übersetzen Sie. Że pani widziała, przed tym świadek wspominała, że widziała na rampie kaduka. Czy to było na rampie w Brzezińce? W Brzezińce, gdyż na rampie w Oświęcimiu nie byłam. In Birkenau, weil ich doch auf der Rampe in Auschwitz nicht gewesen bin. So. Wird von den Angeklagten noch das Wort erbeten? Claire, bitteschön. Vorsitzender, ich wollte nur bekannt geben, dass ich im Frauenlager keinen STG-Dienst gemacht habe. Ich habe im Frauenlager die Desinfektion, die Entwässerung durchgeführt, aber keinen Dienst als STG gemacht. Ja. Kaduk? Herr Direktor, in Birkenau auf der Rampe war ich nie gewesen, hatte nichts zu tun gehabt. Ich war nur auf der alten Rampe gewesen, da habe in Birkenau überhaupt keinen Dienst getan. Ja. Würden Sie das der Frau Zeuge nochmal sagen? Die flüstert eben, ich habe ihn gesehen, er war dort. Er war dort, Kaduk, und war auch Claire in dem Krankenrevier oder hat sie das nur von der Zeugin Sosnowska gehört? Wie ich schon sagte, war ich einmal in der Revierschreibstube. Ja. Und, da kam ein SS-Mann rein. Und da hat sie gesagt, das ist der Claire. Dann ist er weg und da hat sie mir gesagt, das war eben der berüchtigte Claire. Der berüchtigte Claire.
Und den Kaduk haben Sie auch auf der Rampe gesehen? Ja. Das Gericht muss jetzt erst noch über die Frage entscheiden, die von Seiten der Staatsanwaltschaft gestellt ist. Dann werden wir die Beeidigung der Zeugin vornehmen müssen. Sie können sie einstweilen fragen, ob sie den Eid, ob bei ankommenden Transporten die Deportierten sich formiert hätten und ob dieses Formieren durch SS-Leute veranlasst worden sei, sowie eventuell, ob die Angeklagten sich bei diesem Formieren beteiligt hätten und in welcher Weise werden zugelassen. Bitte schön, wollen Sie jetzt die Fragen stellen? Frau Dolmetscherin. Ja, Pani, częściowo, może Pani dla pewności powtórzy. Pani, tak. Tak. Więc pytanie brzmi w ten sposób, czy po przybyciu transportów na rampę, czy to było przeprowadzone uszeregowanie przyjeżdżających w szeregi według specjalnych jakichś punktów, kto dokonywał tego segregowania i drugie, do tego dodatkowe pytanie, czy w tym pierwszym segregowaniu przyjmowali udział oskarżeni, ci tak. ludzie, których Pani widziała. Więc po przybyciu transportu na rampę otwierano wagony i wyładowywano ludzi z krzykiem, z psami. Wyjątkowo niektóre transporty były spokojniej przyjmowane i tak. ludzie byli ustawiani w piątki, przeważnie. Nach Ankunft des Transports wurden die Menschen dann ausgeladen und zwar mit Geschrei, mit Schlagen, mit Hunden und hauptsächlich in Fünferreihen, meistens in Fünferreihen. Pomieszane. To znaczy? Nie byli rozdzielani specjalnie. Tego nie zauważyłam, żeby specjalnie rozdzielano kobiety od mężczyzn. Sie waren nicht getrennt. Ich habe es nicht bemerkt, dass die Frauen von den Männern getrennt wurden dabei. I później te piątki się posuwały przed tą całą grupą. Und dann bewegten sich diese Reihen vor der Gruppe, die dort stand. I wskazanie ręką, czy pejciem, czy jakąś laską, und, przechodzili w jedną lub w drugą und, stronę. Nachdem es gezeigt wurde, entweder mit der Hand oder mit der Peitsche, die oder andere Richtung, gingen sie entweder nach links oder nach rechts. Und wer tat das? Wer da zeigte, mit der Hand oder I mit der Peitsche? Kto pokazywał właśnie tą ręką, czy tą peitschą? To już mówiłam, że zbyt trudno było rozpoznać, dlatego że oni byli stłoczeni już tam później, jak już przy samym tym, to oni byli dość stłoczeni w dużą gromadę. Das ist, wie ich bereits gesagt habe, sehr schwer zu erklären, weil diese Gruppe sehr eng zusammenstand, diese Gruppe, vor der sie vorbeigingen, und da konnte man schlecht sehen. Ja, nun, Frau Zeuge, noch etwas. Die Menschen, die da ankamen in den Transportzügen, die wussten ja von sich aus bestimmt nicht, was mit ihnen geschah oder wenn sie es ahnten, wie sie sich nun zu verhalten hatten. Es muss doch irgendjemand gesagt haben, ihr stellt euch jetzt hier hin oder ihr stellt euch dahin, ihr steht zu fünf zusammen oder zu sechs oder zu zehn. Das muss doch irgendjemand gesagt haben. To się słyszało, prawda, naprzód wołanie, wysiadać. Also man hörte eben Rufe, zuerst mal aussteigen. Ja. Ustawiać się w piątki. Und dann in Fünferreihen stellen. Aha. I potem jeszcze tak zaganiano, prawda? I pomagano, tak jakby to niby była pomoc w ustawianiu, się popychano, prawda, do tych piątek. Und dann wurden sie so zusammengejagt, es wurde nachgeholfen sozusagen, ja. Das heißt getrieben in diese Reihen. Sprawdzane, żeby w piątki, żeby w piątki. Es wurde dann immer wieder geprüft, dass wirklich die Fünferreihen sind. Und ob sich da hier von den Angeklagten, die hier anwesend sind, irgendwelche daran beteiligt haben, das können Sie nicht sagen. So ganz, ganz genau nicht. Ganz genau nicht. Ist noch eine Frage, Herr Staatsanwalt? Dann ist keine Frage mehr zu stellen. Erklärungen werden nicht mehr abgegeben von den Angeklagten oder wird das Wort noch mal gewünscht? Herr Rechtsanwalt Jogel. Frau Zeugin, sind Sie in der Lage, genau die Zeit anzugeben, zu der Sie Kaduk auf der Rampe gesehen haben? Czy możliwym jest Pani podać dokładnie czas, czy datę, kiedy Pani widziała na rampie Kaduka? To jest, już powiedziałam przed tym, że także jeśli chodzi o innych dokładnych dat, ja nie mogę podać. Myśmy wszak nie prowadziły dzienników czy jakichś notatek w obozie. Eben, so wie ich gesagt habe, das ist schwierig, ein Datum anzugeben. Wir konnten doch kein Tagebuch im Lager führen. Ja,
Sie Frage beantwortet, will die Zeugin den Eid in religiöser... Ja. Ja. Ich spreche Ihnen zunächst den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Wszechwiegnącemu, dass ich nach bestem Wissen, że według najlepszej wiedzy, die reine Wahrheit gesagt, mówiłam szczerą prawdę, und nichts verschwiegen haben, niczego nie ukrywając tego, co mi jest wiadomym. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Przysięgam. Przysięgam. So wahr mir Gott helfe. Tak mi da pomóż Bóg. Ich danke schön. Die Entlassung dieser Zeugin wird kein Einwand erhoben.